Heute begeben wir uns zu einem alten Herrenhaus, um dem Übernatürlichen auf den Grund zu gehen. Dabei verläuft unsere Untersuchung nicht ansatzweise so wie erwartet und am Ende müssen wir sogar abbrechen. Ob da jemand gegen die Mauer haut oder so? Boah. Hallo? Hallo, was ist hier los? Hallo? Hallo? Hey, was ist hier los? Hallo? Hey! Der Ort, zu dem wir uns heute begeben, hat es wirklich in sich. Die Geschichte geht zurück bis 1856, denn damals war es eigentlich ein Bauernlandhaus. Als Anfang 1900 allerdings ein wohlhabender Kaufmann aus dem Adelstand dieses Gebäude kaufte, baute er dieses zu einem wunderschönen Schloss mit anliegender Parkanlage um. Doch der Verfall hat diesen Ort zu dem gemacht, was er heute ist. Ein altes, längst vergessenes Spukschloss. Der YouTuber Xander Stories war selbst einmal dort und ist auf Geisterjagd gegangen. Und seine Ergebnisse dort waren nahezu unglaublich. Die Frage ist, gibt es bei diesem verlassenen Herrenhaus vielleicht wirklich noch verlorene Seelen, die dort umherwandern? Zusammen mit zwei ganz besonderen Spezialgästen und meinem besten Freund Berghand gehen wir der Sache auf den Grund. Bei Nacht. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Mysteries. Mein Name ist Leon, hinter der Kamera steht Berghand. Heute musste den Job des Kameramanns übernehmen, weil uns bei der letzten paranormalen Untersuchung im Windeby Moor tatsächlich die Elektronik des Objektivs durchgebrannt ist, aus irgendeinem Grund. Heute sind wir an einem sehr besonderen Ort mit sehr besonderen Menschen, denn wir haben hier zwei Spezialgäste direkt, nämlich einmal Servus, moin. Der gute Xander Stories. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht schon vom letzten Video oder auch selber von den Geistervideos, auf die wir immer reagieren. Richtig, richtig geiler Kanal. Schaut auf jeden Fall vorbei. Genauso Dank. Wie sein Kanal, nämlich der gute Stefan von Let's Urbex ist auch dabei, um uns hier die erfahrene Seite wieder zu spiegeln, die vielleicht nicht ganz so an Geister glaubt, ist immer auch auf jeden Fall das Richtige. Aber jetzt, meine lieben Freunde, werden wir in dieses verlassene Herrenhaus hereingehen, wo Alex auch schon gewesen ist und auch einige krasse Ergebnisse hatte. Und dann machen wir dort eine paranormale Untersuchung. Wir haben hier wieder die komplette Tasche mit, die diesmal nicht der Lehrling nimmt, sondern ich, weil der Lehrling filmen muss. Let's go. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hatte lange nicht mehr so Angst vor einem Ort, ey, wie der schon aussieht, ehrlich. Gehabt. Im oberen Stockwerk sind wir an der Treppe vorbeigegangen und dann habe ich gehört, wie irgendwo in einem anderen Raum wirklich solche Schritte zu hören waren. Das war deutlich zu hören. Ich weiß nicht, ich glaube, man hat das damals auch auf der Kamera gehört. Und dann genau dem Raum dort hinten, wo uns jetzt gerade der Stuhl, der da steht, anlächelt. Dort habe ich gesessen, habe eine Blind Spirit Box Sitzung gemacht mit Kopfhörern auf. Und während ich da so zugehört habe und meine Kollegen oben im Stockwerk unterwegs waren, hat es hinter mir total laut gepoltert und ich kann auch auf der Kamera nicht sehen, woran das gelegen hat. Ähm,
Ich bin dann hochgeschreckt und wir haben nach einer Lösung gesucht, haben aber keine Erklärung gefunden und dann haben wir den Ort auch verlassen. Also es ist tatsächlich ziemlich unheimlich hier, allein die Atmosphäre, dadurch, dass es alles hier so kahl und leer steht. Ja, der erste Eindruck ist auch einfach echt krass und den Ort kennen auch nicht viele tatsächlich. Auf keiner Lost Place-Karte, wo wir geguckt haben, war dieser Ort drauf. Ich glaube, auf dem grünen Stuhl saß ich genau hier. Und irgendwo in dem Bereich hat es gepoltert. Ich würde sagen, den Raum können wir auf jeden Fall auch nutzen für eine Untersuchung. Weil offensichtlich hast du hier auch schon krasse Ergebnisse erzielen können. Und ich weiß noch, wie ich auf das Video reacted habe und ihr habt es auch total gefeiert. Ich ehrlich nochmal richtig geil, dass das jetzt zustande kommt. So, das ist voll cool, wenn man immer so auf die Videos reagiert hat und jetzt ist man hier zusammen und geht der Sache nochmal richtig mit geilem Equipment und so auf den Grund. Zumal wir uns ja wirklich überhaupt nicht persönlich kannten. Also wir haben über WhatsApp ja immer hin und her geschrieben und uns unterhalten und auf Kommentare und so dann noch geantwortet. Aber ansonsten war das einfach ein Blind Date, dass wir uns hier alle zu viert getroffen haben. Und von Anfang an passt das echt. Blind Date. Und jetzt sind wir alle zusammen und heiraten bald. Ja. Lass uns mal schauen. Alter, ich finde das hier auch irgendwie ein bisschen weird, ehrlicherweise. Das fand ich damals auch. Das sieht fast schon ein bisschen aus wie so ein Strick, wo sich jemand aufgehangen hat oder so. Ja, tatsächlich. Alter, hör auf. Boah. Auf der Rückseite stand Rest in Peace und im Namen. Alter, stimmt, Leute. Tatsächlich, als wir die Voraufnahmen gemacht haben, waren wir schon im Hellen hier. Und auf der Rückseite des Gebäudes, vielleicht können wir es später auch nochmal zeigen, ist halt riesengroß und Rest in Peace und Paul. Und Name. P-O-W-L. Paul. Okay. Und dann noch der Stuhl, der hier steht. Ja. Ja. Hat man das gehört? Ich weiß nicht. Das kam irgendwo von da hinten, ne? Sollen wir mal das Gebäude checken? Das ist das, was auf der Garage ist. Aber vorhin war echt ein Geräusch. Also wirklich so von da hinten irgendwo. Das war, kam von der Wand, glaube ich. Alter, nicht, dass sich echt einer erahnt hat oder so. Das war eben noch weiter. Fuck, ey. Alter. Alter, wir haben jetzt schon einfach auch Geräusche gehört und so. Ne? Es ist echt eine absolut unheimliche Atmosphäre hier, ne? Selbst das Teil ist noch da. Boah, wie alt das auch ist. Ja. Ja. Schaut mal, hier sieht man, wie damals der Hotelman ausgesehen hat. Richtig breite Türen. Ist da nichts mehr? Nee, da geht's nicht weiter. Nicht weiter. Das ist echt nicht klein, das Gebäude. Ne? Wir sind auch schon Teelichter, das heißt, wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten. Was sind das von? Das sind so pinke. Ja, ja. Beziehungsweise. Sollen noch rote Kerzen nicht für dunklere Sachen benutzt werden? Könnte unter Umständen möglich sein, ja. Oder? Das sind meine Kerzen. Hä? Das sind meine Kerzen. Echt jetzt? Wir haben die letztes Mal fluchtartig hier verlassen. Oh, okay. Vandalist, ey. Das ist, deshalb hatte ich auch auf jeden Fall vor, hier nochmal herzukommen, weil wir die halt alle hier gelassen haben. Ne? Aber die sind auch alle nicht mehr an ihrem Platz. Schon als wir reinkamen, hörten wir Geräusche und fühlten uns unbehaglich. Dabei hätten wir nicht einmal erahnen können, dass das erst der Anfang war. Alter, das ist richtig ein typisches Horrorhaus. Keine Schlüssel mehr. Man muss auch, glaube ich, echt ein bisschen aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, das ist schon ein bisschen einsturzgefährdet. Da oben sieht man auch schon, da kommt schon ein bisschen die Decke runter. Ja. Und hier. Noch weiter nach oben. Da gehen wir auf jeden Fall gleich auch noch hoch. Alter, echt unheimlich, ne? Schaut mal dort hier in dem Raum. Könnten diese Details hier darauf hindeuten, dass hier vielleicht auch mal Obdachlose oder was dran sind? Zigarettenüberreste, Karten. Also vielleicht haben wir uns ja Menschen daraus. Das sind die Bierflaschen. War das damals auch so, Alex? Also die Karten habe ich auf jeden Fall gesehen, da bin ich auch hier reingekommen und habe die gesehen.
Aber es hat sich halt alles wieder so ein bisschen verschoben. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung, hier lag noch irgendwas Großes, irgendwie ein Brett oder so. Leute, schaut mal hier in der Tasche, bestätigt etwas meine Annahme, dass die Obdachlose gehaust haben. Nämlich ist hier ein Schlafsack drin eingepackt. Ich hoffe, wir kriegen hier nicht noch unerwarteten Besuch oder so. Aber es sieht auch alles schon ein bisschen älter aus, also ich hoffe mal nicht. Wir haben gerade ein kleines Problemchen. Als Alex hier war, war das noch komplett zu. Das heißt, es könnte echt sein, dass da oben... Das war tatsächlich offen. Das war offen? Ich bin nicht hochgegangen. Ah, okay. Soll ich zugemacht aus irgendwie? Okay, wir machen es wirklich so. Wir gehen jetzt nach oben. Okay, Leute, und was ist hier oben? Dachboden. Und hier wird jemand gewohnt haben. Alter. Okay. Hier wird jemand gewohnt haben, sagst du? Definitiv aufpassen, wo du hintrittst. Ne? Du merkst teilweise an den Dielen, dass sie nachgeben. Und wenn du dir den Stuhl da ansiehst... Ach du Kacke, okay. Und in dem Raum werden wahrscheinlich auch andere gewesen haben. Alter, Leute, das ist echt nicht ungefährlich. Tatsache. Da ist der Abfallanger. Da ist der Abfallanger. Das sind Essensreste und Verpackungen. Guck dir mal die Heizung an. Krass. Guck mal, Leute, mal zu dem uralten Muster da drauf auf der Heizung. Als gerade eben vorgegangen bin, hatte ich die ganze Zeit Angst, dass trotzdem noch einer gleich um die Ecke kommt. Ja. Boah, und ja. Und wir da wieder runter müssen und dann da unten da durchkriechen, während einer hinter dir ist mit dem Messer oder so. Weißt du, das sieht witzig und cool gleichzeitig aus. Das ist ein Bauarbeiter. Ja. Aber ich habe die Jacke ausgezogen, weil es doch zu warm war. Alles gut. Sieht so aus wie ein richtiger Ostfriese. Ja. Ja. Vielleicht hast du ja Glück, der Keller ist unter Wasser, dann kannst du da. Dann kann ich durchtauchen. Guckt euch das mal an. Ganz viele Verewigungen hier. Echt krass. Aber da sieht man, wir sind nicht die Einzigen, die hier waren. Ja. So, runter jetzt. Hast du Angst? Soll ich dich beruhigen? Soll ich dir eine gute Nachtgeschichte erzählen? Der Upi hat wieder Angst. Ich erinnere dich nachher, wenn du nachher rennst oder so. Der ist saugefährlich. Ja. Ich gehe hier oben runter. Oha. Ich weiß, wo der Turm ist. Ja, hier. Hier ist der Turm. Guckt euch das an. Hier ist nämlich die Treppe, die nach oben geht. Geh da weg, Junge. Der war schon so ein bisschen. Nein, geh da weg. Guck mal, hier geht hoch zum Turm. Aber es ist super gefährlich. Ich habe schon gesehen. Ja, auch. Ja, aber Leon, komm mal kurz auf die linke Seite und guck dir die Treppe an. Ja. Komm mal hier rum und guck dir die Treppe von unten an. Geh das an. Scheiß drauf. Schade, ne? Ist schade, klar. Aber wir riskieren jetzt hier nicht unser Leben. Nee. Oder vielleicht tun wir das durch die paranormale Untersuchung sowieso schon. So Leute, die Räume sind zwar alle relativ leer, aber die Atmosphäre ist auf jeden Fall trotzdem da. Und so kleine Details machen das Ganze schon ziemlich besonders. Hier zum Beispiel seht ihr diese uralte Tapete. Ist auf jeden Fall noch da. Also das ist schon gruselig. Wow. Erwischt, Leute. Kleines Arschloch. Erwischt. Kleines Arschloch. Erwischt. Wer hat sich erschrocken, statt in die Kommentare? Wenn das jemand nicht erschrocken hat, Respekt. So Leute, jetzt gehen wir wieder nach unten. Wir haben auch nicht einen Blick in den Keller geworfen. Das ist eine Umwelt. Ja. Es ist nur Putz und Dings drauf. Da ist nicht so Betondecke, so wie sonst. Oh ja, ja, du siehst das. Merkst du das? Alter. Man sieht es leider nicht gut. Aber ja, der Boden bebt. Alter, das ist echt gefährlich. Ja, hier vielleicht echt aufpassen, Leute. Ja. Oder so ein geheim. Keine Ahnung, Raum. Hier ist so ein geheimer Bunker. Ja, hier gefällt mir. Das machen wir. Alter. Okay, also hier mit den endgültigen Beweis, dass wir auf jeden Fall Leute gehaust haben. Hier sind richtig viele Mülltüten mit so Müll und so drin. Ne? Also wahrscheinlich von oben. Wisst ihr, was ich halt mega interessant finde? Am interessantesten finde ich, dass diese Türen, die sehen aus wie in so einem uralten Schloss noch. Guck dir das mal an, wie alt die Türen auch heute noch aussehen. Echt alt. Daran merkt man auch, wie alt das Haus ist und wie viel Geschichte das mit sich trägt. Wir sind ebenerdig, der Keller ist nicht unter der Erde, weil das Haus ja auf dem Berg liegt.
Und wir sind jetzt hier bei der Tür, sind wir genau da, wo wir reingekommen sind. Und dann hier die Treppen erst hoch müssen. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt, ja, auf jeden Fall ungefähr derselben Höhe. Hast du das gehört? Alter, wir haben, aber das ist doch schon das zweite Mal, dass wir sowas Leichtes hören. Das hast du, als du hier warst, hast du das auch gehört. Ja, das war jetzt gerade kein Poltern, sondern eher, als hätte Stefan was gesagt. Echt? Ich dachte, das war ein Poltern. Stefan? Ja? Hast du gerade eine Aufnahme gemacht, in der du geredet hast? So vor 10 Sekunden hast du da gerade eine Aufnahme gemacht, in der du gesprochen hast? Nein. Tja, weil wir hatten, Berkan hat ein leichtes Poltern gehört, das warst du wahrscheinlich, als du hochkamst auf der Treppe. Aber es klang... Aber es klang. Der Regen lenkt natürlich ab. Mhm. Aber es war. Ich kann es nicht deuten, aber es war so ein weiblicher Ton. Also von der Stimmlage. Ja, ich glaube, das war das, was ich gehört habe. Ich dachte, das war ein Poltern, aber. Und es war eben nur. Also wie ein Wort oder vielleicht nicht ein Wort, sondern vielleicht auch nur ein Jammern oder Wimmern oder so. Ja. Das ist natürlich der Regen, den wir jetzt auch hier draußen haben. Ja, Alter. Und der Wort ist echt nicht ohne und wir haben noch nicht mal angefangen, ne? Ich würde sagen, deswegen ändern wir das jetzt und fangen jetzt an mit der paranormalen Untersuchung. Als wir gerade die paranormale Untersuchung beginnen wollten, hörten wir eindeutig Schritte. Dieses Mal so laut, dass man sie zumindest ein wenig auf der Kamera hören kann. Lasst euch nicht ablenken von den Regentropfen. An der Stelle, wo man die Schritte von oben am deutlichsten hört, habe ich den Bass verstärkt. Passt genau auf und es ist nicht zu überhören. Waren wir wirklich alleine? Wir haben alleine die Schritte gehört, ne? Ja. Von dem Kopf, von dem was hier drin. Aber ich glaube, das kam von draußen mehr. Aber was sollte draußen so doofe Schritte verursachen? Da ist ja alles nur voller Gehölze und Pferde. Oder hier drinnen. Das war ja so hölzern. Das war jetzt aber dreimal hintereinander. Das war genauso wie ich. Und ihr standet eben alle. Ihr standet alle. Das habe ich gesehen. Genauso habe ich das letzte Mal gehört. Oder donnert das? Das hört sich ganz komisch an, oder? Du schmeißt dir vielleicht Müll weg oder so. Da hört ihr das nicht. Das war doch ein Schritt. Das poltert doch. Das poltert irgendwo. Mach mal eine Pause. Ohne Scheiß, das poltert irgendwo. So, meine lieben Damen und Herren, es ist jetzt soweit. Wir werden jetzt beginnen. Und Stefan übrigens sitzt da. Also falls auch jemand sagt, Stefan irgendwie... Ich gebe Regie. Der gibt Regie. Ich höre ein bisschen nach draußen und so. Ja, sehr gut. Also, wenn irgendjemand anwesend ist, hier in diesem Gebäude, dann würde es uns sehr freuen, wenn wir mit dir in Kontakt treten dürfen, um dir ein paar Fragen zu stellen. Wenn du uns gerade
hören kannst oder uns vielleicht sogar siehst, dann gib uns bitte jetzt ein eindeutiges Zeichen, dass wir auf jeden Fall wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Wir haben hier einige Geräte aufgestellt. Falls du dich in den Fluren bewegst, könnte eine Lampe angehen. Als erstes fragen wir einfach mal nach einem konkreten Zeichen. Kannst du ein Geräusch verursachen oder irgendetwas anderes, was uns wissen lässt, dass du hier bist? Dann tu das bitte jetzt. Das hört sich an, als würde oben auf dem Dach ohne jemand laufen. So hört sich das an. So ganz entfernt einfach. Ja, genau. Erschreck dich nicht, ich werde mich einmal bis in den Türrahmen nähern. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Boah, ich sehe gar nichts, Leute. Wir werden jetzt ein bisschen hier durchs Gebäude laufen und vielleicht möchtest du ja dich bemerkbar machen. Okay, gehen wir mal ein bisschen durchs Gebäude mit dem EMF. Ich werde auch mal im selben Zuge direkt die GhostTube-App ausprobieren. Okay, ja, wir haben alle Flugmodus, ne? Ja. Guck mal jetzt. Okay. Jetzt ist auch raus. Jetzt ist auch raus. Alles klar. Vielleicht möchtest du ja mit uns kommunizieren. Willkommen im Frieden. Du kannst das jetzt hier entweder über das Handy, was ich in der Hand halte, tun oder über das K2-Meter, was Alex in der Hand hält. Küche. In der Küche, okay. Ich glaube, ich weiß, wo die Küche ist. Du weißt, wo die Küche ist? Ja. Dann werden wir da... Okay, danke dir für die Information. Wir werden jetzt mal in die Küche gehen. Hier die Küche gewesen ist, weil hier die Durchreiche ist. Ja, du könntest recht haben. Oder auf der Rückseite, aber der Baum da dahinter ist dann nicht. So Leute, also wir sind jetzt tatsächlich in der Küche. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die Kamera noch aufgenommen hat oder nicht, denn es ist mal wieder passiert. Gefühlt alle Akkus gleichzeitig sind alle gegangen von der Kamera und von dem Gimbal. Also jetzt werdet ihr auch ab jetzt ohne, also müssen wir halt ohne ein Gimbal auskommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber das sollte auf jeden Fall trotzdem klar gehen. Ja, irgendwie komisch, aber egal. Wir machen einfach mal weiter. Du hattest hier in der Zeit noch ein bisschen weiter geredet. Mhm. Kam da in der Zeit nochmal irgendwie was raus? Wir haben darüber diskutiert, wie die App überhaupt funktioniert. In der Zeit kam gar nichts. Und in dem Moment, in dem unsere Unterhaltung eigentlich vorbei war, wir uns wieder auf die App konzentrieren wollten, hat sie dann wieder gesprochen. Wir wissen aber nicht, was das letzte Wort war, was genannt wurde. Vielleicht gehen wir nochmal einen Stockwerk nach oben. Ja, das hört sich gut an. Flammen. 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 Hat sie
hier mal gebrannt? Hat es hier vielleicht mal gebrannt in dem Gebäude? Haben die Flammen irgendetwas mit diesem Haus oder mit dir zu tun? Oder gibt es vielleicht irgendwo einen Kamin? Eine Feuerstelle? Hast du es gehört? Ja, eindeutig kommen wir mit hoch. Sehr, sehr lautes Geräusch. Wenn das Geräusch von dir kam, kannst du das gerne auch nochmal machen. Wir werden jetzt ein bisschen hier im oberen Stockwerk in deine Richtung laufen. Nicht verlassen. Man sagt ja auch manchmal, dass die Präsenzen, mit denen wir jetzt sprechen, denen manchmal gar nicht, also die wissen gar nicht, in welcher Zeit es ist. Dass sie sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie gar nicht mehr unter uns waren. Genau. In der Uhrzeit wird es auch passen, wenn die bald kommt, weil die irgendwann wieder zurück. Bin ich tot? Oh mein. Wir haben genau über das gesprochen. Wir haben genau die Theorie eben gerade erwähnt. Also, wir möchten dich natürlich nicht anlügen. Aufnahme halten. Wir lassen die Aufnahme. Ja, wir werden die Aufnahme auf jeden Fall laufen lassen. Und wir haben das Jahr 2022. Wir sind jetzt gerade in... und wir befinden uns am See. In einem großen Herrenhaus. Und du bist nicht mehr lebendig. Wir vier, die hier in diesem Gebäude umhergehen, wir sind lebendig. Wir sind am Leben. Du bist es aber nicht. Wir können dich nicht sehen, wir können dich nur hören. Oder über unsere Geräte bemerken. Du bist tatsächlich tot. Halt! Halt. Okay. Wurde nicht gerade auch gesagt, Aufnahme halten? Ist dann vielleicht gemeint, dass wir stoppen sollen? Aufnahme stoppen? Mhm. Könnte schon sein. Vielleicht auch halt. Männlich. Okay, du bist männlich. Schätze ich jetzt einfach mal, dass das damit gemeint ist, dass du männlich bist. Wir stoppten vorerst wirklich die Aufnahmen, um unten unsere nächsten Schritte zu planen. Doch bevor wir überhaupt damit beginnen konnten, hörten wir wieder die nächsten komischen Dinge. Es könnte sich einfach um ein Tier handeln, aber das Geräusch klingt irgendwie wirklich befremdlich und so, als wenn es im Gebäude ist. Was meint ihr? Läuft, ne? Ja. Klang auf jeden Fall recht nah. Könnte aber auch eine Frau sein, die weint. Ich tippe auf ein Tier. Das klang wie ein Tier. Unschuldig. Meinst du damit, dass du unschuldig bist? Wurdest du vielleicht für irgendetwas verurteilt? Was? Das musst du uns beantworten. Messer. Ja, Messer. Wenn nicht schon genug passiert wäre, wollte ich unbedingt etwas wagen, was mich wirklich Überwindung gekostet hat. Und so entschieden wir uns für eine finale und ganz besondere Art der Untersuchung. Wir machen jetzt eine blinde Spiritbox-Sitzung. Das heißt, ich nehme das Portal oder nur die Spiritbox, packe mir Kopfhörer rein, dass ich sozusagen höre, wenn was darüber rauskommt. So, ihr geht nach oben. Es reicht ja, wenn ihr da in dem Treppenbereich euch aufhaltet. Und am besten nicht hier in das Zimmer hier drüber, weil sonst könnte es natürlich sein, dass du hier irgendwas hörst. Genau. So, und wir sind mit dem Walkie-Talkie connected. Mhm. Ihr stellt eure Fragen übers Walkie-Talkie, sodass das hier in den Raum erklingt. Ich das aber nicht höre, weil ich ja auch die Kopfhörer auf dem Ohr habe. Mhm. Und ich, wenn ich Antworten habe, spreche die sozusagen euch zurück, dass ihr die Antworten habt. Ja, okay. Und ich werde auch hier ohne Licht sein, bis auf die Kerzen.
Werden nur die Nachtsichtkamera auf mich richten? Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir genau so eine Erfahrung wünschen soll. Oder dass es eben nicht passiert. Also zum einen, es ist schon sehr überzeugend, wenn man sowas erlebt. Zum anderen aber auch ziemlich verängstigend. Okay. Also was Leon jetzt vorhat, seid mutig. Das würde ich jetzt nicht alleine so machen. Und so war ich in kompletter Finsternis auf mich allein gestellt. Die Mehlpackung, die ich hier oben auf der Tür gefunden habe, die haben wir ausgestreut. Aber guck mal. Da ist auf jeden Fall ein Profil zu erkennen. Hier ist keiner durchgegangen von uns. Hast du das Poltern gerade gehört? Ja. Lass dir einfach Bescheid sagen, wenn ihr oben seid. Also, ich spreche jetzt durch das Walkie-Talkie zu möglichen Präsenzen, die sich jetzt gerade in dem Raum aufhalten, in dem Leon alleine auf dem Stuhl sitzt. Ist dort jemand anwesend, dann gib Leon bitte jetzt eine Antwort über das Gerät, was er laufen hat. Sprich jetzt bitte zu Leon. Meine lieben Leute, ey, was war das bitte für eine kranke Aktion am Ende, ne? Ja. Ja, ohne Scheiß, ich kann immer noch nicht ganz verarbeiten, was da gerade passiert ist. Da kam auf einmal ein Mann mit einem Katana in den Lost Place und hat die Tür eingetreten, währenddessen ich noch unten saß. Gut, dass du das bemerkt hast, ne? Ich musste Security spielen, ja. Ehrlich, stell mal vor, du hättest das nicht bemerkt und ich hätte da unten noch gesessen. Also die Aktion hat ja gezogen mit dem Security, aber es hätte auch richtig schief gehen können, ne? Stell mal vor, der hätte hier direkt eins damit reingehauen. Ja. Einfach aus Schreck.
Deswegen mussten wir es auch abbrechen an der Stelle. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mysteries. Bis dahin, ciao. Trotz des Abbruches bin ich fasziniert und gleichzeitig erschreckt vor diesem Ort. Vielleicht aber auch besonders wegen des Abbruches. Möglicherweise ist es ja kein Zufall gewesen, dass wir erst in die Küche gelockt wurden und als ich alleine unten saß, die Präsenz oder was auch immer auf die Türen hingewiesen hat, die Sekunden später eingetreten wurden. Wer weiß, wie es mir ergangen wäre, hätte ich dort unten alleine gesessen. War das vielleicht eine Warnung? Ich weiß, es klingt verrückt, aber irgendwie lässt dieser Gedanke mich nicht in Ruhe. Und auf irgendeine Art und Weise dieser Ort genauso wenig. Vielleicht kehren wir ja eines Tages hierhin zurück, um unseren Untersuchungen ein Ende zu setzen. Was glaubt ihr? Hat uns hier eventuell etwas Übernatürliches vor einem schlimmeren Schicksal bewahrt? Oder handelt es sich nur um zufällige Ereignisse? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mysteries.